Dann haben die Leute Angst. Oder manche von uns fahren in Gruppen über das Land. Das mögen die Leute auch nicht. Eine Tüte Gartengemüse. Mehr kann sich der Rentner nicht leisten. Ivan und Rosi fahren zurück, voller Sorge. Denn seit Rosis Verlobung hat sich der Zukünftige nicht mehr blicken lassen. Der alte Stojan kommt von seinem Feld zurück. Er baut Gemüse an und ein wenig Gras für sein Pferd. Seine Söhne handeln mit Schrott. Rosis Familie will noch einmal über die Hochzeit sprechen, ob es immer noch ernst ist. Ihren Zukünftigen hat Rosi nur gesehen, mehr nicht. Kein Händchen halten, keine Umarmung, keine Küsse. Nee. Ja, ich könnte ihn immer treffen, wenn ich will. Wir sind ja Nachbarn. Nee. Aber so ganz alleine habe ich ihn noch nicht getroffen. Das geht auch nicht, dass die sich alleine sehen. Auf keinen Fall. Das ist absolut verboten. Schnell sind sich alle einig, dass die Kinder Geduld haben müssen. Wenigstens gab es in der Zwischenzeit keinen Ärger mit Familien, die ein Schnäppchen machen wollten. Ein Streit, den es immer wieder gibt, ist der: Eine Familie will unbedingt ein Mädchen haben, das aber einer anderen versprochen ist. Also gehen sie zu den Eltern des Jungen und sagen: Hör mal, deine zukünftige Schwiegertochter ist krank. Außerdem ein Straßenmädchen. Eine Nutte, verzeihen Sie den Ausdruck. So etwas machen die, damit die Familie das Mädchen ablehnt und sie es selbst billiger kriegen. Das passiert immer wieder. Also, ich werde Rosi alles geben, was sie braucht. Ein Haus, Pferde, Esel, alles Notwendige. Wir werden ein Auto haben. Und ich will Kinder. 16, 17 Kinder. Ich warte darauf, dass sie uns sagen, dass sie genug Geld für mich haben. Dann bereiten wir die Hochzeit vor. Ob ich 17 Kinder will oder nein. Man verabredet, dass die Hochzeit nächstes Jahr stattfinden soll, im Sommer. Ivan erklärt sich bereit, dann ein Kalb zu schlachten. Er kann es sich nicht länger leisten, die Tochter durchzufüttern. Ich bin zufrieden mit dem Mädchen. Sie kommt aus der Nachbarschaft. Wir müssen nicht Bus fahren, um sie zu sehen. Wir kennen die Eltern. Die Tochter ist sehr gut. Ich bin mit ihrem Vater aufgewachsen. Ein Problem haben sie verschwiegen. Eines, das eine Hochzeit absolut unmöglich macht. Ein Problem, das wie ein Fluch auf allen lastet, das sie einfach nicht lösen können. Denn bevor Rosi heiraten kann, muss ihr älterer Bruder verheiratet sein. Und obwohl Niki nach aller Meinung hübsch ist, die Mädchen im Dorf von ihm schwärmen, er hat noch keine. Warum ist sein Geheimnis? Einem Fremden, einem Gacho, würde er es niemals anvertrauen. Im Hinterhaus einer Bulgarin wohnt Velitschka mit ihrer Familie. Der kleine Stojan ist inzwischen 5. Doch von seinem Vater, mit dem sie damals durchbrannte, ist sie getrennt. Ihre jüngsten beiden Kinder, das Baby namens Božidara und der 3-jährige Todor, haben einen anderen Vater. Er heißt Gosho. Er ist dunkel, hat fast schwarze Augen. Kein Mädchen wollte ihn. Als er Velitschka kennenlernte, hatte sie ihren Mann, einen Soldaten, gerade verlassen und war verzweifelt. Er versprach, sich um sie und ihren Sohn zu kümmern.
Sie zogen zusammen und bekamen zwei eigene Kinder. Todos Mutter versucht, ihren ersten Mann zu vergessen. Er war kein guter Mann. Er hat mich nicht als Frau respektiert. Er hat mich geschlagen. Er wusste nicht, wie man mit Kindern umgeht. Seine Familie hat mich gehasst. Und als er vom Dienst wiederkam, habe ich mich nach einem Monat von ihm getrennt. Heute hat jedes zweite Mädchen schon zwei- oder dreimal geheiratet. Das ist weder etwas Besonderes, noch ist es schlimm. Früher musste man bis zum Lebensende bei seinem Mann bleiben. Ganz egal, wie er war. Nun ist es Gosho. Das Problem, Gosho arbeitet nur selten und er stiehlt. In seiner Sippe sind viele Pferdediebe. Auch das hat Tradition, aber kaum Zukunft. In Vedichkas Jugend war der Brautpreis noch bindend. Und deswegen, weil niemand den Preis für sie zahlen wollte, ist sie heute eine geschiedene Frau, die mit einem Dieb zusammenlebt. Trotz allem, obwohl sie so viel Unglück mit Velitschka hatte, ist ihre Mutter Vera jedes Mal froh, wenn sie Besuch von Tochter und Enkel bekommt. Der alte Kesselflicker Vasil wurde mit den Jahren immer schwieriger. Er trank mehr als sonst, rauchte mehr als sonst und ließ ihr nicht viel zum Leben. Nun hatte Vasil einen Schlaganfall und liegt im Bett. Ein Pflegefall. Sie alle respektieren ihn als Vater, aber sie alle wissen, dass er nicht mehr aufstehen wird, dass sie ihn durchfüttern müssen, obwohl sie selbst nichts haben. Deswegen sind Velis Besuche ein Lichtblick in den Tagen ihrer Mutter. Es ist schlimm ohne sie. Ich besuche sie oft. Ihren Freund wollten wir zuerst nicht. Aber er ist ein guter Mann. Erst wollten wir nicht mit ihm leben, heute schon. Obwohl er so schwarz ist und dunkle Augen hat. Aber sie haben ja Kinder zusammen. Er hat versprochen, sich um alle zu kümmern. Das ist die Geschichte eines Zigeunermädchens, das zu schön war, um zu heiraten. Sie lebt wieder bei ihrer Mutter. Gosho war eines Tages verschwunden. Ich versuche, mein Bestes zu geben. Ich versuche, mich um alles zu kümmern. Früher war das Leben so leicht. Ich konnte mir nicht vorstellen, was alles geschehen würde. Ich dachte, es gäbe immer ein Happy End. Das Abendessen, Schafskäse und altes Brot. Vasil muss gefüttert werden. Ungefähr einen Monat später stirbt der alte Kesselflicker nach einem weiteren Schlaganfall. Niemand konnte sagen, wie alt er eigentlich war. Auch Ivan, der Bärenmann, ist alt geworden. Irgendwas Ende 60, er weiß es nicht. Tana bringt der Bärin Mariana ein Brot. Wie immer ist das Tier hinter dem Garten an einen Baum gekettet. Mariana wird als einer der letzten Tanzbären heute freigekauft. Die Zigeuner des Dorfes wissen nichts von international organisierten Tierschutzorganisationen, von ihrer Lobbyarbeit im bulgarischen Parlament, von den Spenden, die für die Rettung der Bären nötig waren. Alles, was Ivan und Tana wissen, ist, dass es zu Ende geht. Sie haben eingesehen, dass man ihren Bären wegnimmt. Thank you.
Zuerst die Formalien. Jeder Bär hat Papiere. Wie ein Auto wechselt Mariana den Besitzer. Ivan hat es gut getroffen. Lange hätte er die vielen Reisen nicht mehr machen können. Tana erzählt, wie viel sie früher verdient haben. Millionen von Lever, Inflationsgeld. Es reichte für einen Kaffee, mehr nicht. Mariana ist etwa 10 Jahre alt. Mehr als die Hälfte davon verbrachte sie auf der Straße, tanzte zu Ivans Musik, bestaunt und gefürchtet. Das ist Marianas letzter Tanz. Heute stirbt einer der ältesten Gauklerberufe aus. Damit endet auch ein Kapitel sinnloser Tierquälerei. Dr. Khalil bereitet die Narkose vor. Mariana lässt sich nicht ohne weiteres in den Käfig sperren. Der Nasenring, das Symbol der Macht des Menschen über den Bären. Ivan entfernt ihn selbst. So. Mein Vater, mein Großvater, die waren bis zu ihrem Tod Bärenmänner, so wie ich. Ich habe die Tradition fortgeführt. Jetzt bin ich krank, es gibt keine Möglichkeit. Ich muss den Bären abgeben. €5.000 bekommen sie für Mariana. Das reicht bis an ihr Lebensende und noch für die Kinder und Enkel. Glücklich sind aber nur die Tierschützer. Das Dorf ist jetzt wie alle anderen in Bulgarien. Alle Bären sind fort. Und nur selten holt Ivan seine Gadulka hervor und spielt die Musik seiner Kindheit, als er mit seinem Vater von Lagerfeuer zu Lagerfeuer zog. Eines ist merkwürdig. In den 10 Jahren, die wir ihn kennen, haben wir nie nach seinem Nachnamen gefragt. Es gab keinen Grund. Und so bleibt er uns im Gedächtnis als Ivan, der Bärenmann. Der letzte Bärenmann. Übrigens, Angel, der andere Bärenmann, hatte sich von dem Geld einen kleinen Affen gekauft und zog mit dem über die Märkte. Doch das brachte wohl nicht genug. Er hat ihn wieder verkauft und lebt nun, wie er es zuerst gesagt hatte, ganz bescheiden als Bauer von ein paar Kühen.
Das war Süddeutsche TV Spezial. Jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes verlängertes Pfingstwochenende. Und am Montag, den 7. Juni, geht's weiter mit Süddeutsche TV und dem Themenmonat Brennpunkt Deutschland. Ab 22 Uhr sehen Sie die Reportage Hausbesuche, wenn das Sozialamt klingelt. Für heute noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Alte Mädchen schon zwei oder dreimal geheiratet. Das ist weder etwas Besonderes, noch ist es schlimm. Früher musste man bis zum Lebensende bei seinem Mann bleiben. Ganz egal, wie er war. Nun ist es Gosho. Das Problem, Gosho arbeitet nur selten und er stiehlt. In seiner Sippe sind viele Pferdediebe. Auch das hat Tradition, aber kaum Zukunft. In Wedetschkas Jugend war der Brautpreis noch bindend. Und deswegen, weil niemand den Preis für sie zahlen wollte, ist sie heute eine geschiedene Frau, die mit einem Dieb zusammenlebt. Trotz allem, obwohl sie so viel Unglück mit Wedetschka hatte, ist ihre Mutter Vera jedes Mal froh, wenn sie Besuch von Tochter und Enkel bekommt. Der alte Kesselflicker Vasil wurde mit den Jahren immer schwieriger. Er trank mehr als sonst, rauchte mehr als sonst und ließ ihr nicht viel zum Leben. Nun hatte Vasil einen Schlaganfall und liegt im Bett. Ein Pflegefall. Sie alle respektieren ihn als Vater, aber sie alle wissen, dass er nicht mehr aufstehen wird, dass sie ihn durchfüttern müssen, obwohl sie selbst nichts haben. Deswegen sind Vedis Besuche ein Lichtblick in den Tagen ihrer Mutter. Im Hinterhaus einer Bulgarin wohnt Velitschka mit ihrer Familie. Der kleine Stojan ist inzwischen 5. Doch von seinem Vater, mit dem sie damals durchbrannte, ist sie getrennt. Ihre jüngsten beiden Kinder, das Baby namens Bozidara und der 3-jährige Todor, haben einen anderen Vater. Er heißt Gosho. Er ist dunkel, hat fast schwarze Augen. Kein Mädchen wollte ihn. Als er Velitschka kennenlernte, hatte sie ihren Mann, einen Soldaten, gerade verlassen und war verzweifelt. Er versprach, sich um sie und ihren Sohn zu kümmern. Sie zogen zusammen und bekamen 2 eigene Kinder. Todors Mutter versucht, ihren ersten Mann zu vergessen. Er war kein guter Mann. Er hat mich nicht als Frau respektiert. Er hat mich geschlagen. Er wusste nicht, wie man mit Kindern umgeht. Seine Familie hat mich gehasst. Und als er vom Dienst wiederkam, habe ich mich nach einem Monat von ihm getrennt. Heute hat jedes 16, 17 Kinder. Ich warte darauf, dass sie uns sagen, dass sie genug Geld für mich haben. Dann bereiten wir die Hochzeit vor. Ob ich 17 Kinder will oder nein. Man verabredet, dass die Hochzeit nächstes Jahr stattfinden soll, im Sommer. Ivan erklärt sich bereit, dann ein Kalb zu schlachten. Er kann es sich nicht länger leisten, die Tochter durchzufüttern. Ich bin zufrieden mit dem Mädchen. Sie kommt aus der Nachbarschaft. Wir müssen nicht Bus fahren, um sie zu sehen. Wir kennen die Eltern. Die Tochter ist sehr gut. Ich bin mit ihrem Vater aufgewachsen. Ein Problem haben sie verschwiegen. Eines, das eine Hochzeit absolut unmöglich macht. Ein Problem, das wie ein Fluch auf allen lastet, das sie einfach nicht lösen können. Denn bevor Rosi heiraten kann, muss ihr älterer Bruder verheiratet sein. Und obwohl Niki nach aller Meinung hübsch ist, die Mädchen im Dorf von ihm schwärmen, er hat noch keine. Warum ist sein Geheimnis? Einem Fremden, einem Gacho, würde er es niemals anvertrauen. Ja.
Schnell sind sich alle einig, dass die Kinder Geduld haben müssen. Wenigstens gab es in der Zwischenzeit keinen Ärger mit Familien, die ein Schnäppchen machen wollten. Ein Streit, den es immer wieder gibt, ist der: Eine Familie will unbedingt ein Mädchen haben, das aber einer anderen versprochen ist. Also gehen sie zu den Eltern des Jungen und sagen: Hör mal, deine zukünftige Schwiegertochter ist krank. Außerdem ein Straßenmädchen, eine Nutte, verzeihen Sie den Ausdruck. So etwas machen die, damit die Familie das Mädchen ablehnt und sie es selbst billiger kriegen. Das passiert immer wieder. Also, ich werde Rosi alles geben, was sie braucht. Ein Haus, Pferde, Esel, alles Notwendige. Wir werden ein Auto haben. Und ich will Kinder. Dann haben die Leute Angst. Oder manche von uns fahren in Gruppen über das Land. Das mögen die Leute auch nicht. Eine Tüte Gartengemüse. Mehr kann sich der Rentner nicht leisten. Ivan und Rosi fahren zurück, voller Sorge. Denn seit Rosis Verlobung hat sich der Zukünftige nicht mehr blicken lassen. Der alte Stojan kommt von seinem Feld zurück. Er baut Gemüse an und ein wenig Gras für sein Pferd. Seine Söhne handeln mit Schrott. Rosis Familie will noch einmal über die Hochzeit sprechen, ob es immer noch ernst ist. Ihren Zukünftigen hat Rosi nur gesehen, mehr nicht. Kein Händchen halten, keine Umarmung, keine Küsse. Ja, ich könnte ihn immer treffen, wenn ich will. Wir sind ja Nachbarn. Aber so ganz alleine habe ich ihn noch nicht getroffen. Das geht auch nicht. Dass die sich alleine sehen, auf keinen Fall. Das ist absolut verboten.